Hallo und grüß Gott aus Offenhausen. Ich habe ein wunderbares Buch gekauft, Mein Leben ohne Limits, von einem Autor, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Daraus möchte ich euch gern ein Zitat vorlesen. Du hast im Leben immer zwei Möglichkeiten. Du kannst jammern über das, was du nicht hast und was du nicht kannst. Oder du kannst dankbar sein für das, was du hast und was du kannst und das Beste draus machen. Jede dieser Entscheidungen wird Folgen für dein Leben haben. Entscheidest du dich für das Erste, so wirst du innerlich verbittern. Entscheidest du dich für das Zweite, so wirst du ein fröhlicher und zufriedener Mensch werden. Das Buch ist geschrieben von einem Menschen, der hat keine Arme. Ich bin saufroh über meine zwei Hände. Denn ich denke, nur mit denen kann ich ja Klavier spielen. Aber dieser Mensch, der gibt nicht auf, sondern wenn kein Wunder passiert, dann sei selbst eins. So sagt er selbst, und das ist auch der Untertitel zu diesem Buch. Und genau das finde ich eine grandiose Einstellung zum Leben. Wir können uns natürlich in das verlieren, was wir alles nicht können. Aber wir können auch unseren Fokus darauf legen, was wir alles können. Und wir müssen das noch nicht einmal perfekt können, sondern wir können auch da einmal Fehler machen und uns auch irren. Ich habe ein wunderbares Lied, ist mir da sofort wieder ins Ohr gesprungen, förmlich. Es war ein mega Ohrwurm nach dem Kirchentag in Frankfurt. Weite Räume meinen Füßen, damals von der Band Habakuk gespielt. Und da heißt die zweite Strophe: Mit dem Risiko des Irrtums machst du Gott uns Menschen frei. Wir sind alle diesem Risiko des Irrtums unterlegen. Wir alle können einmal irren, aber wir können alle das Beste daraus machen. Uns nicht an unseren Fehlern aufhängen, uns nicht an den Fehlern anderen aufhängen, sondern die Freiheit entdecken, die in unseren Fehlern liegt, aber eben auch in unseren Stärken. Wenn wir uns darauf konzentrieren und darauf fokussieren, dann haben wir eine unendliche Weite unter unseren Füßen. Weite Räume meinen Füßen. Das Leben seinen Lauf. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum. Auf weiten Raum. Schritt ins offene Ohr zum Atmen. Hinter uns die Sklaverei. Mit dem Risiko des Irrtums machst du Gott uns Menschen frei. Mit dem Risiko des Irrtums machst du Gott uns Menschen frei. Raum. Da sind Quellen.
Perspektiven wie noch nie. Zwischen Chancen und Gefahren. Perspektiven wie noch nie. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf weiten Raum. Auf weiten Raum. Bleibe Richtschnur, dass wir nicht verloren gehen. Zu der Weite unserer Räume, lass uns auch die Grenzen sehen. Zu der Weite unserer Räume, lass uns auch die Grenzen sehen. Du stellst meine Füße. In diesem Sinne, seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, eure Pfarrer in Offenhausen.